Sa'd ibn Waqqas ist jetzt krank geworden, sterbenskrank, wie es in einer Überlieferung vorkommt. Er ist sterbenskrank. Und er geht davon aus, dass er sterben wird. Und jetzt fragt er den Propheten sallallahu alaihi wasallam über das Testament. Er hat viel Geld. Und daraus leiten wir auch ab, dass es nicht problematisch ist, viel Geld zu haben. Manche denken, sie verwechseln Askese damit. Wenn wir davon sprechen, dass man ein Asket ist oder asketisch ist, enthaltsam ist, dass man leere Taschen haben muss. Das ist aber nicht richtig. Es gab einige der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wohlhabend waren. An ihrer Spitze auch Osman ibn Affan. Osman ibn Affan, wäre er nicht wohlhabend gewesen, ging es bei einigen Auseinandersetzungen möglicherweise anders aus. Er hat zum Beispiel das Jaish al-Usra komplett ausgerüstet, mit seinem eigenen Vermögen. Er hat das komplette Heer ausgerüstet. Und Sa'd ibn Waqqas war also auch wohlhabend, aber er sagt, er hat keinen Erben, außer eine Tochter. Und er meint damit Erben, die feste Anteile haben. Es gibt nämlich zwei Arten von Erben. Erben, die Fixanteile haben, wie zum Beispiel die Hälfte, ein Drittel, ein Sechstel, zwei Drittel. Und dann gibt es Erben, die bekommen den Rest, bekommen immer den Rest. Das heißt, haben wir einen Erben, der ein Drittel bekommt, und Erben mit nicht fixen Anteilen, sie bekommen dann den ganzen Rest und teilen sich diesen unter ihnen auf. Also er möchte damit sagen, er hat keinen Erben mit fixen Anteil, außer eine Tochter. Und dass er ist so wohlhabend, dass er denkt, dass wenn dieses ganze Geld an die Tochter geht, ist es zu viel. Sie braucht das gar nicht. Und deswegen möchte er ein Drittel seines Vermögens, Afwan, er möchte sein ganzes Vermögen verspenden sozusagen, verspenden oder spenden. Daraufhin hindert ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam daran und sagt ihm, dass das nicht in Ordnung ist, das geht nicht. Und das geht aus welchem Grund nicht? Geht es eigentlich immer nicht? Also wenn ich jetzt beispielsweise mein ganzes Vermögen spenden möchte, könnte ich das tun? Warum durfte Sa'd ibn Waqqas das nicht machen? Nein, er war am Sterben. Was hat das zu bedeuten, wenn er am Sterben ist? Wenn jemand am Sterben ist oder todeskrank ist, das heißt, man geht davon aus, der wird sterben, ja, oder er befindet sich in einer Situation, er ist nicht krank, aber beispielsweise er wird verurteilt. Wir wissen, er wird jetzt sterben, er wird getötet. Oder jemand ist in einer ähnlichen Situation, da kommt zum Beispiel die Frage bei ganz schlimmen Epidemien, wie heißt es? Epidemien, ja, wo die Sterbensrate so hoch ist, oder im Krieg, er ist irgendwo eingekesselt und belagert, und jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, ist sehr hoch. Jetzt ist er wohlhabend, darf er jetzt testamentarisch oder nicht testamentarisch? Testamentarisch heißt, dass mein Geld nach meinem Tod an so und so geht. Nicht testamentarisch, damit meine ich sofortige Spenden. Also ich gebe das jetzt so und so aus. Jemand, der in einer Situation ist, wo wir davon ausgehen, dass er sterben wird, ob es wegen Krankheit ist oder wegen einer anderen Situation, der hat nur ein Drittel zur Verfügung. Ein Drittel steht ihm zur Verfügung, damit kann er machen, was er will. Alles darüber hinaus nur mit der Erlaubnis der Erben. Denn die Erben haben jetzt Anspruch darauf. Sie sind die Nächsten, die Ansprüche auf dieses Vermögen haben und berechtigt sind auf dieses Vermögen. Aber ein Drittel ist auch schon zu viel. Deswegen sagt er danach, er sagt, verschotteru ja Rasulullah, die Hälfte? Nein, die Hälfte auch nicht. Ein Drittel, er sagt, wathuluth kathir, ein Drittel und ein Drittel ist viel. Was heißt das, ein Drittel ist viel? Ein Drittel ist viel, das kann zwei Bedeutungen haben. Ein Drittel ist viel, das heißt, das ist immer noch zu viel sozusagen. Es ist erlaubt, aber es ist immer noch zu viel. Deswegen, die Hanabiler sind zum Beispiel der Auffassung, dass man ein Fünftel geben sollte. Ein Fünftel oder weniger. Ein Drittel ist legitim, aber nicht sozusagen, nicht das Erwünschte. Aber es kann auch heißen, ein Drittel ist viel Belohnung. Wenn du ein Drittel ausgibst, warum möchte er denn so viel ausgeben? Warum will er so viel ausgeben?
Weil er denkt sich, die Hälfte ist zu wenig, deswegen muss ich alles ausgeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Drittel ist auch sehr viel, yani. Ein Drittel ist nicht wenig. Das könnte die eine andere Bedeutung sein, wie es die Ahlul Ilm hier erwähnen. Tayyib, was haben wir dann noch hier? Dann nennt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Abschluss den Grund, warum das besser ist, dass man nicht sein ganzes Vermögen ausgibt. Er sagt, dass du deine Hinterlassenschaft, deine Erben reich hinterlässt, ist besser, als dass du sie in Armut hinterlässt, sodass sie ihre Hände ausstrecken müssen und betteln müssen. Und das bekräftigt auch den Fakt, den ich schon letztes Mal erwähnt habe, die Sadaqa, auch wenn das Erbe nicht eine direkte Sadaqa ist, weil man kann über das Erbe nicht entscheiden, richtig? Du kannst nicht entscheiden, wem du was gibst. Allah Ta'ala sagt, Faridatan min Allah, nachdem er die ganzen Erbberechtigten erwähnt, in der Surah An-Nisa, sagt er, Faridatan min Allah, das ist eine entschlossene Einteilung, eine abgeschlossene Sache. Keiner kann seine Erben bestimmen, keiner kann entscheiden, mein Vater soll die Hälfte bekommen, mein Sohn die andere Hälfte, oder mein Sohn soll 5/6 bekommen, mein Vater bekommt 1/6. Du hast keine Auswahl, dir ist keine Auswahl überlassen.